nur Stress bedeuten. Und wenn du so klopfst, dann kann es eh nur Stress bedeuten. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? Zeitalter. Irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, die verwechseln dieses Zeitalter. Sie läuft ganz andersrum als alle anderen Frauen, die ich bisher getroffen habe. Oh nein, Cat ist wieder da. Bitte geh. Bitte geh. Cat, geh. Einfach gehen. Ja, leider. Oh! Hab ich nicht! Ja. Since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Ich bin in dich. Entschuldigung, lass mich gleich fluchen. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Ich bin in Cat reingerannt? Ja, mit Sicherheit. Warum habt ihr alle Zuckungen? Eure Kleider. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Du schienst ja nicht begeistert davon zu sein. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger. We're able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Das war auch nicht gewollt so. Ach, dir wird gesagt, er ist an einem Anfall gestorben? Oh. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer. Hat er nicht? Auf zu lügen. Momentan verändere ich ständig mein Schicksal. Ein Institut mit gutem Ruf, das glaube ich eher nicht. Das sage ich nicht. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me and then leave. Aber Cat darf bleiben? Ich frage sie mal, was Cat hier will. Miss Baker is doing here. How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much at least. Was wussten Sie über Sarah? To meet Sarah Hawkins. We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist. Ach, sie kam aus Europa? Okay. His sister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works. Fällt ihm mal auf, du rutscht immer tiefer in diesem Stuhl. Was ist los mit diesen Frauen? Die sind alle verbackt. Und die lange Kleidung tragen. Ich hatte schon einen gehabt. Ich meine, es war ein Polizist. Dem flog auf einmal seine Jacke hoch. Er dreht sich von mir weg und auf einmal flog sein Mantel hoch.
Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht. Shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine, that's all he talked about. It's exhibited at the... Eben war es doch Sarah, bei der er die ganze Zeit geredet hat. The painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Ja, was denkst du denn? To paint such horrors. Take a look for yourself, if you feel so inclined. Oh ja. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Oh, können wir Cat noch weiter ärgern? Ich bin in sie reingerannt. Ich bin nur in die Bar gegangen, habe sie sitzen sehen und fragte sie ganz nett und freundlich, was tut denn eine Frau in einer Bar, wo nur Männer drin sind? Sie sagte, verpiss dich, Alter. Das war unser Gespräch. So in der Art lief das. Wessel, lass mich los. Oh, wir können Klavier spielen. Das ist ja cool. Während sie noch da sitzt. Was ist das denn? Really care for him after all? Sehr gerne, denn ich will in ihren Empfang ihres Schreibens, in dem sie den Leichnam ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Seine Einweisung unterlegen Sie eine einverständliche Erklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. Ich will Ihnen mein tiefes Beileid aussprechen. Thomas Fuller, fick dich. Ist klar. Du willst nur nicht zugeben, dass du schuld bist an dem Tod. Oh, wir können wieder in der Zeit zurückreisen. Was kommt jetzt? Ein Tee. Komm, lass uns ein Teechen trinken. Yes, lies die bitte an. Yes. Francis Sanders und Sarah Hawkins waren close. Friends, even? Ja, kommt hin. Dass sie befreundet waren. Ah, oh, Leute. A House of Artists. Ja. A House of Artists. Ja, danke. Wir haben es verstanden. Sanders' Accession Register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell a painting? Das weiß keiner. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Also die Frauen waren beide nicht begeistert von dem Bild. Er wollte es nicht verkaufen, die Ehefrau wollte es nicht haben. Muss ja wohl einen Grund haben, warum Sarah es nicht verkaufen wollte. Ich wusste sie. Wenn ich jetzt mal sie mir angucken könnte, warum, worum es geht, wenn sie es verkauft. Hm. B. Oh. Ach so, das war das, ja. Das war ja der, ach ja, der, das Bild war der Grund gewesen, warum er sich die Augen ausstach. So, cool, die Gemälde hier. Eine sieht aus wie Hogwarts hier. Ja, wirklich. Du bewegst dich, du blöde Sau. Das habe ich gesehen. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Oh. Grammophon. Obwohl die Frau jetzt da sitzt. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter. Except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes,
Okay. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. Mhm. That accursed gallery. Those accursed paintings. That du stehst auf, um dich wieder zu setzen. Und deine Hände verschwinden in deinem Schoß. Kommen wir nicht rein. Ihr habt viele Bilder mit Totenköpfen. Das sieht aus wie die Galerie. Okay, warte. Wir gucken uns erst weiter im Haus um, bevor wir in die Galerie gehen. Sollten wir zwar nicht tun. Aber wen interessiert. Ich habe schon mal Sachen gemacht, die ich nicht tun sollte. Jetzt nur im Kreis. Oh, wir haben einen Greif jetzt, kleine Statue. Okay, weiter können wir nicht, weil alle Türen zu. Dann gehen wir in die Galerie. Oh. Und Kehrt ist hier. Ah nee, dann ist das sein Büro, nicht seine Galerie. Cat noch weiter ärgern. Er hat auch Schlaftabletten. Ja, er hat auch Schlaftabletten gebraucht. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. To finally give it away for nothing. Ja, das ist schon sehr komisch. Lieber Franz, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemand dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin in deinem Untergang sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlofer. Deine Freundin Sarah Hawkins. Und dann am Ende verschenkt sie ihn. Das ist doch, macht doch keinen Sinn. Another volume of the Reverend's wife's diary. Tagebuch der Frau vom Reverend. Kann nichts Wichtiges sein. Oh, ein Schlüssel. Meiner. Schlüssel zu Sanders Galerie. Aha. Das ist ein Buch. Das ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Da ist das Zeichen wieder. Mit dir spreche ich nicht, Kat. Weißt du, Kat? Hi, die Statue hatten wir doch schon mal gesehen. Auf dem, Friedhof, wo die Hawkins vergraben sind. Genau dieselbe Statue. Hm? Nein, bin ich nicht mehr. Ich bin in der Gegenwart. Er hat alles Tentakel. Selbst die zwei Zwingsen. Ah, die haben keine Tentakel. Ups, ist sah so aus. These artifacts date from pre-Columbian times. Es sah so aus im ersten Moment. Als ob sie auch Tentakel hätten. Ich habe mich aber nur falsch geguckt. Tolle Antwort. Wir machen mal die Tür zu. Ich möchte Kat nicht hier drin haben. Sie erlaubt mir nichts, also erlaube ich ihr nichts. The public entrance to the gallery. Achso, der Haupteingang zur Galerie. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ja, hat er getan. Ah, da ist das Gemälde. Wir gehen erst rum, bevor wir uns das Gemälde ansehen. Was ist das denn?
Ach so, wir laden. Ah, unsere Lampe haben wir jetzt wieder aufgeladen. Dankeschön. Wir haben wieder Öl. Also zu oft darf ich die Lampe auch nicht benutzen, sonst ist sie aus. Das wieder im Schrank versteckt. Das ist nicht dein Ernst. Genau deswegen sage ich ja, das ist nicht dein Ernst. Hey, noch mehr Öl. Ach, Leute. Why was he so interested in old weapons? Eine sieht hier aus wie eine Miniaturform einer Toilette. So, jetzt gibt's hier nichts mehr zu gucken, also müssen wir uns das Bild ansehen. Schlurfer. Oh, fuck. Was passiert nun? Kann nichts Gutes sein. Es kann überhaupt nichts Gutes sein. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Gut, dass du blind bist. Aber du riechst dich sicher. Oder kannst du das auch nicht? Anscheinend ja nicht. Man sitzt immer noch eine Nase dran. Das ist eigentlich nur ein Kopf mit Maul. Richtig. Wo bist du? Und er hat mich getötet. Schön. Super. Ich freue mich. What the hell was that? Wir müssen wahrscheinlich hier aus der Galerie raus. Hier raus? Ja, bitte. Lass mich raus. Okay. Hä? Scheiße. Kann nicht mal die, geh einfach vorbei. Oder besser, ich sehe dich nicht mal. Weil wir wieder eine Panikattacke kriegen. Wir kriegen eher eine Panikattacke vom Schrank als vor dem Vieh. Und Angst vor dem Dunkeln. Ja. Komm bei Amelia. Ja. Wo ist das Vieh? Ich möchte nicht rausgehen, weil ich nicht weiß, wo das Vieh ist. Ich muss irgendwie raus. Ich kann die Tür aber nicht anfassen. Das ist so ein Riesenproblem. Wo ist das Vieh? Ich hab's gehört. Kann sie sogar entmaterialisieren.
Es läuft genau vor meinem Schrank her. Du findest mich nicht. Geh bitte nach Hause. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Verpiss dich! Ja, dann frisst das Cat, nicht mich, aber bin, glaube ich, nahrhafter. Ich hab mehr Muskelfleisch, aber auch Alkohol. Ich habe ja gerade noch getrunken. Ich weiß nicht, was Cat bekommt. Ja, Piers, wir können gerade leider nicht aus diesem Schrank raus. Das tut mir leid. Aber ich weiß nicht, wo das Vieh ist. Es war gerade hier nach rechts gegangen. Ja, Piers, ist gut. Versteckt dich im Schrank, damit du wieder schöne, ach so. Ich kann auch die Waffen benutzen. Aber es bringt mich eher um, als dass ich die Waffen benutzen kann. Wir haben uns doch so viele Waffen angeguckt. Er hat doch jede Menge hier im Zimmer. In fast jeder Vitrine ist eine Waffe drin. Du hast mich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Du. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Muss ich vielleicht das Bild zerstören? Muss ich mir... Nein! Nein! Muss ich mir vielleicht eine dieser Waffen holen? Und genau dieses Bild zerstören. Was ist das? Warum leuchtest du mich an? Fuck, ey. Mann. Ich mal wüsste, wo dieses Vieh wäre. Nicht wieder im Schrank verstecken, das kann Piers nicht vertragen. Es tut mir leid, ich habe mal gerade geschummelt. Ein bisschen. Ich habe nachgeguckt, was ich tun muss. So, da kommen die Möbelpacker. Gehen wir das Sofa aus dem Weg. Nein, nimm mich nicht mit! Nein! Hörst du wohl auf? Du hast den Dolch. Danke. Die Hölle. Scheiße, was passiert jetzt mit meiner Hand? Nur weil es mich angefasst hat. Natürlich muss Cat wieder da sein. Ja. Dann rein und rauslaufen. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Ich habe nur ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Mit dir will ich nicht darüber reden. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. You
What are you talking about? Okay, das war die falsche Antwort. Saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about mich nicht Schätzchen. Ich bin, glaube ich, älter als du. Ach, nee, ich bin nicht älter als du. Where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Ja, sprich mal mit... Der Mann ist gerade verstorben und du willst jetzt über Businessgeschäfte mit der Witwe sprechen. Das nenne ich einfühlsam. Was hast du jetzt? Was? Ach so. Verstehe. Verstehe ich? Ja, nein? Der Schlurfer erwies sich als viel mehr als nur einen von Sarah Hawkins gemalten Kunstwerken. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte es der Detektiv, das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algernon Drake, dem Besitzer der namenlosen Buchhandlung, als Sanders verkauft wurde. Pierce beschließt, den Laden einen Besuch abzustatten. Oh. Leute. Oh. Fuck. Da war wohl jemand schneller gewesen. Da war jemand schneller gewesen als wir. War es der Schlurfer? Kam er wieder aus dem Bild. Where is the bookseller?